Hallo und herzlich willkommen. Es ist der siebte Tag beim Leblose Späße Event. Beim Gespensterschatz haben wir heute Tagesherausforderungen wie immer: Ausrüstung verbessern, mächtige Wächterwaffen und Luftschiff-Upgrade. Zudem läuft der zweite Tag der Königreichsprüfung. Dort gibt es also für das Verwenden von Gold bei mir 10 Belohnungen. Kommen wir erstmal zu dem Luftschiff-Upgrade. Dort benutzen wir die Wächtertruhen, dann die Veredelungsschriftrollen, die wir noch im Inventar haben. Und dann gucken wir mal, was wir da kriegen können. Den Motor kann ich hier auf Level 120 freischalten. Sind bei 40,27 Millionen. Eine Million gilt es zu verpulvern. Sind hier also mal 200 und ein paar zerquetschte Schritte. Davon machen wir 5 Stück. Großartig was anderes upgraden, macht nichts, macht keinen Sinn. Man kommt immer ein bisschen drüber. Hier der Panzer ist zum Beispiel 123. Das ist genau die gleiche Suppe, machen wir also 124 mehr als nötig. Dafür haben wir hier noch eine Upgrade. Oh, sammeln wir schon mal die Belohnung ein, beziehungsweise fordern sie ein. Das sind ein paar schöne Narrengespenster, die man ohne viel Aufwand bekommt. Zack, 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 zack. Dann kommen wir jetzt zum Gold. Da nehmen wir jetzt erstmal noch die Truhen von den Wächtern, das Gold aus dem Inventar. Gucken, was wir schon haben. 180.000 ist das Ziel. 13.339 haben wir. Das haue ich jetzt einfach mal. Das passt also mit dem, was wir noch haben, mit Glück. Es kommen noch Biestertruhen im Laufe des Tages dazu. Machen wir erstmal die 90.000. UEC läuft ja auch noch. Da werden also ein paar Mega-Geschichten noch Gold kosten. Vielleicht noch Kleinigkeiten bei der Heilung beschleunigen. Also erstmal die 90.000, da haue ich jetzt stumpf in die Beschleuniger rein. Und fordere die ein. Die Belohnung beim Mäzen bzw. allgemein bei den Königreichsprüfungen landen im Postfach bei den Nachrichten. Da müsst ihr die dann einfach nur abgreifen. Bei den Wächterwaffen einmal die Infanteriewaffe hergestellt und verbessert. Dann fehlt hier jetzt noch ein kleiner Rest. 137,5 Mille brauchen wir. 94,74 Millionen haben wir. Rest von 42,76. Sind jetzt schon bei einem Schritt, wo wir eigentlich aufhören können, ohne da nochmal was reinzubuddern. Hier im nächsten Upgrade für 1,3 Milliarden plus die 1,397 Milliarden, die wir schon haben, sind wir da bei 2,6. Kommen also zum nächsten Schritt, recht simpel. Geht's also in den leblose Späße-Shop. Beim Vermächtnis des Maestros haben wir mediterranes Metall, also die 42,76, die wir brauchen, durch die 12,5 Mille sind viermal mediterranes Metall. 464 Narrengespenster.
Zack, bekommen 30 wieder. So, kommen wir jetzt zur Waffenkammer. Da haben wir Level, die verwendet werden können. Bei den nochmal Sternlevel, bei den Verbesserungen fehlt uns noch ein bisschen was an Materialien. Hier kommen 7 Billionen für das Upgrade. Plus 4,08 Mondschattenstiefel. Beim Königssäbel 173 Millionen und wir sind insgesamt bei über 8 Milliarden. So, das Ziel ist es hier, die Mondschatten-Elixiere freizuschalten. 2153 Punkte haben wir schon. Den also noch knapp 850. So. 8,824 Milliarden brauchen wir durch die 140 Millionen. Wären es also 63. Brauchen jetzt aber mehr Narrengespenster, als wir für den Supreme Shop brauchen. Brauchen wir 3000 als Zielmarke minus die 2153, also 847. Hier haben wir jetzt für das Purpurgold raus. Zack. Und jetzt kann für den Rest, oder jetzt können die Mondschatten-Elixiere voll ausgereizt werden, bleibt ein Rest von 323 Narrengespenster. Hier könnte man auch die Schriftrollen einzeln kaufen, 720, 1280 und 2800. Ist ein bisschen viel, also verpulvern wir die hier mal einzeln, da die sonst verschmelzen. Ist immer so ein bisschen Lotterie, man kriegt Materialien dazu. Und mit den Endschriftrollen kaum spart man sich da ein bisschen was, aber wie gesagt, ist ein Glücksding. Gucken, ob was Brauchbares dabei ist. Die Waffe wäre ganz nett. Zickt immer so ein bisschen, ist ein bisschen schüchtern. Stahl ist eigentlich ganz nett, den man nicht im Shop. Und noch was Schönes. 30 haben wir schon verbraucht. 70 Elixiere. Bisher eine Schriftrolle. Schön noch weitere Materialien natürlich, aber da wollen wir ja natürlich die Schriftrollen, also komm, Gok, sei nicht geizig. Boah. Kette, das ist schon mal ganz nice. Gibt es nicht im Shop. Hm.
35 noch in Elektrieren. Hier nochmal der Brustpanzer, der hätte 720 gekostet, wenn ich mich nicht irre. Noch. Eine Waffe, kommt noch eine Waffe. Na, 10, 9, 8. 6, 5, 4, 2, oh, ein Ring noch, 1, oh, ja, tolle Rolle. Jetzt geht's erstmal wieder ins Inventar, den Stahl, den wir bekommen haben, wieder verpulvern. Ist ein bisschen nervig, dass das immer nur so kleine Schritte sind. Wäre irgendwie schön, so ein Button alles auf einmal verwenden. Weil teilweise ist das echt zeitaufreibend. Gerade wenn sich da ein bisschen mehr angesammelt hat. Oder wenn man aus Reichtümer der Toten sich den Stahl holt. Den anderen Teil vom leblose Späße Shop. So. Ja, das hatte ich beim ersten Mal schon gleich. Bitte. Kommen wir zu den Upgrades. Hier die Waffe zweimal verbessern. Die Runen gleichsetzen. Mondschatten-Set. Einmal die Rüstung. Leider sind hier also noch 3 Upgrades. Truppenverteidigung, Truppenangriff. Krone nicht vergessen. So, sie kommen, können wir hier noch 3 Lernlevels upgraden. Ja, ist die Frage, was verbessern wir? Gucken wir erstmal, wie weit wir mit den Punkten gekommen sind. Wäre ärgerlich, wenn wir da unnötig Punkte verballern. Sind wir also kurz vor dem 17 Milliarden Schritt. Weil die 35 Milliarden an minus die 16 Milliarden, die wir schon haben. Und 10 Milliarden einzelnen Upgrades hier bei den Stempeleveln. Ja, jetzt heißt es ausklappisch sein. Hier der Ring. Gehen uns nicht mehr viel. 3,63 Billionen werden benötigt. 3,6 Billionen haben wir. 0,03 Billionen fehlen uns da. Das wäre also einmal zuschlagen und uns das Purpurgold holen. Können wir uns. Verbessern.
Zack. Jetzt nochmal zwei Schritte gut gemacht. Gehen uns jetzt noch knapp 8,5 Milliarden. So, nochmal zur Sicherheit 35 Milliarden für den nächsten Schritt. Minus 26,5. Bleibt 8,469 Milliarden. Und der Schritt danach mal zur Sicherheit mal prüfen. Dann also noch 20,9 Milliarden. 13 und 11 Milliarden für die 13, für die Schuhe 11. $1,53 billionen bräuchten wir da. Minus 108 Millionen, die wir da nur noch haben. $1,14 billionen, wenn also 32 mal das Purpurgold. Weitere 576, die wir da investieren müssten, ist ein bisschen viel. Schön fürs nächste Mal schon mal ein paar von den Blutrauschtrümmerstücken zu haben. Also machen wir das ein bisschen anders. Nochmal die Punkte an. Gehen wir also zu den 35. Da helfen uns hier Sternpunkte. $8,469 billionen werden benötigt. 2,896 Milliarden sind also genau drei Stück. Zum Upgrade hier also den Hut mit der Truppenverteidigung, hohe Truppenverteidigung und den Ring mit Truppenangriff. Zack, zack, zack. Eine Rune können wir nochmal setzen. Zack, zack, zack. Schön die Marschkapazität nochmal. Dann die Belohnung nochmal einstreichen. Und dann sind wir schon fertig fürs Erste. Heute Abend dann nochmal Königreichsprüfung abchecken, ob wir da noch einen Schritt gut machen können. Und dann war es das auch schon. Dann danke ich fürs Zusehen, wünsche einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao.